Ihr Jungs seid die einzigen Erben und alleinigen Nutznießer eures verstorbenen Onkels Suvilat. Ihr werdet also Besitzer des Grimm-Bestattungsinstituts, allerdings nur, wenn ihr die Bedingung des Testaments erfüllt. Welche Bedingung? Nun, dass ihr einen Abschluss macht auf der Grimm-Leichenbestatterakademie. Sie killen sie, wir grillen sie. Heute Nachmittag wollen wir ein wenig über die Gestaltung des Sargambientes und die Leichenpräsentation sprechen. Offener Sarg? Sie haben gesagt, ich könnte ihn rösten! Du musst noch lernen, dich zu konzentrieren. Toll, wir sind wieder die Ersten. Sieht aus wie ein Platoon. Hier gibt es mehr als genug Leichen für jeden von uns. Nee, Tony, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und zum Zeitpunkt ihres Todes war sie dann noch Jungfrau? Ja. Ein Glas Champagner, mein Schatz. Weißt du, seit kurzem riecht für mich alles nach Formaldehyd. Magst du denn kein Formaldehyd? Wow, deine Braut ist ja echt da und hat weder ihre Fritten noch sonst was angerührt. Es ist kein Platz für billige Sentiments oder schwache Mägen im Bestattungsgewerbe. Ihr seid doch alle pervers! Aber das ist doch wohl unerhört, Mr. Twasket! Sie ist tot! Bei uns liegen sie richtig. Wo unsere verehrten Verstorbenen auf die garantiert Gestörten treffen. Muss ich dann noch so ein Eisbad nehmen? Du weißt, wie viel es mir bedeutet. Oh.